Willkommen zurück, liebe Leute, zu Green Hell. Da sind wir wieder und ich habe jetzt gerade schon mal ein bisschen geschlafen. Wir haben jetzt 1.29 Uhr und ich sollte erstmal was essen, glaube ich. Haben wir hier noch... Warte mal, wir trinken erstmal was. Wir brauchen nämlich ein bisschen Gesundheit. So, das hier ist durch. Jetzt ist die Frage... Ach nee, warte mal. Jetzt ist das durch. Wächst das dann irgendwann nach oder kann ich den jetzt quasi fällen? Sehr schön. Ein paar Proteine kriegen wir auch noch zusammen. Und dann müssen wir aber langsam mal anfangen, hier das da oben fertig zu bauen und nochmal jagen zu gehen. Ja, Chips, was bringen wir denn? Was haben wir denn? Was ist denn Snack eigentlich? Das hier? Das ist ein Snack. Kohlenhydrate und Fett, alles klar. Haben wir hier irgendwas? Ich hoffe, dass das jetzt hier arbeitet. Und ja, völlig klar, also solange das hier drauf ist, verdirbt das nicht. Das heißt, im Idealfall nur das nehmen, was man tatsächlich in absehbarer Zeit auch verbraucht. Wenn ich irgendwie auf Loot-Tour gehe oder so, dann mal zwei von denen einpacken oder so. Wobei ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass man hier so unterwegs nicht irgendwie ein bisschen was zu essen findet. Also... Das geht schon irgendwie, aber alles in allem. Ihr wisst schon, was ich meine. Also, wir brauchen vier von den langen. Schauen mal eben. Eins, zwei, wundervoll. Ja, meine Bogenfalle, nicht selbst reinlaufen. Wobei, die ist gar nicht aktiviert jetzt, ne? Ja. Das machen wir hier eben auf die Schnelle, dann haben wir auch wieder ein Feuer. Okay. Das klang jetzt irgendwie... Nee, das sind die... Das sind die Typen. Eins, zwei, jetzt, hallo, hätten wir das fertig? So. Eins, zwei. Ach. Deshalb immer ein bisschen was auf Lager haben. Aber wir haben alle Zeit der Welt. Und alle Welt der Zeit. Keiner mehr dran. Danke. Seht ihr, was ich sehe? Ihr seht das da, oder? Ach nee, die sind nur so... Leider, ich halluziniere hier schon. Dann ist alles okay. Weitermachen. Sehr schön. Eine Tabakpflanze wäre auch nicht schlecht, damit man immer mal eine da hat, weil ich glaube, vergesst, was ich gesagt habe. Herstellen, gleich zwei davon. Ich habe mal geschaut, was man aus diesem Harzzeug machen kann. Eine Fackel. Die ist wahrscheinlich länger haltbar und so, aber da war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, yes, ich brauche dringend Harz, weil... Nee. So, die Sonne geht allmählich auf. Sehr schön. Wir fahren direkt so fort, wie wir es vorher gemacht haben. Wir machen Sven dann gleich richtig. Höhe. Banana Leaf.
Naja, gar nicht rennen. Ist nicht nötig zu rennen. Sehr gut. Ja, und dann im Idealfall halt tatsächlich hier so eine Brücke rüber. Aber dafür müsste ich, glaube ich, noch eine ganze Etage raufbauen. Ansonsten ist das eine sehr steile Brücke. Schauen wir eben. Ah, die Sonne geht auf, Leute. Wie schön ist das denn bitte? Ist ein Sonnenaufgang schöner als ein Sonnenuntergang? Jetzt mal gar nicht so rein optischer Natur, sondern auch so von den Gedanken, die man dann hat. Weil so ein Sonnenuntergang ist immer so, wir kennen das alle, irgend so ein Strandurlaub und dann geht ja die Sonne unter und man denkt, ach, so schön geht nirgendwo die Sonne unter und alle so, okay. Aber so ein Sonnenaufgang, ne, wenn so die ersten Strahlen, gerade im Sommer, ne, wenn man richtig früh wach ist, lass es so 4.30 Uhr sein und du kriegst mit, wie die ersten Sonnenstrahlen dann so rauskommen und du merkst langsam, wie die Sonne warm wird so. Also die Sonne ist schon, oh Gott, jetzt geht's schon los. Ja, die Sonne ist schon warm, aber egal. Und ist das irgendwie schöner, wenn alles so langsam wach wird? Was natürlich auch heißt, dass die nervigen Leute wach werden, dass es laut wird um dich herum. Oder ist es schöner, wenn alles so ein bisschen schläft, ganz langsam ruhiger wird? Ich glaube, ein Sonnenuntergang ist immer ein bisschen schöner, also für mich persönlich. Leute, wir machen noch kein Feuer, wir holen erstmal ein bisschen Fleisch. Und nehmen mal zwei davon mit. Wir haben ja schon zwei gehabt. Das machen wir jetzt erstmal so. Okay. Unsicheres Wasser. Das können wir erstmal da reinhauen. Hier ist immer noch ein bisschen was drin. Ach nee, warte mal. Das muss erstmal durch. Handbohrer. Let's go. Trockenblatt. Ah, schön. Let's go. Wundervoll. Und hier können wir ja das reinfüllen. Wundervoll. Dann machen wir gleich zwei davon und dann haben wir das erledigt. Das kann ja erstmal hier liegen bleiben. So, Leute. Wenn das nicht toll ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, hier Harz. Ach, wie schön. Was fehlt uns denn? Ein paar Proteine. Okay, wir gehen mal runter ins Trockengestell. Oh. Ich habe übrigens den Sound jetzt nochmal ein bisschen runtergedreht, weil wenn es jetzt tatsächlich wieder die ganze Folge überregnet, habe ich gemerkt, kann schon ein bisschen anstrengend sein. Für mich geht's, weil ich ja tatsächlich mittendrin bin. Das hilft mir so, wenn ich mich hier so im Raum bewege. Kann mir aber vorstellen, wenn man zuschaut und die ganze Zeit dieses Geplätsche. Also kann auch schön sein, aber. Und hopp. Tut mir leid, Sensei. Ich habe versagt. Nicht schlimm, Daniel-san. Oh. Yes. Der ist noch da. Gib mal was. Halten an, sammeln. Sehr schön, das hätten wir. Trinken. Sammeln. Ja, geh mal lieber weg. Du hast gesehen, was mit deinem Freund passiert ist. Da haben wir nichts. Tja. Ach, warte mal, kann ich da. Nee. Ah, das dauert nicht lang, da warten wir kurz. Das sammeln wir hier ebenfalls. Das auch.
So, das ist noch unsicher. Auf keinen Fall trinken. Und hier haben wir 40-40 sauber. Wir ziehen uns Red Bull rein. Sehr gut. Ah, dieser tolle Regensound, ne? Es ist auch echt gefährlich, wenn ich zur Arbeit muss und es regnet draußen und ich steige hier bei mir ins Auto und dann höre ich, wie der Regen so aufs Dach prasselt. Ey, das ist so gefährlich, ne? Ich würde da wirklich innerhalb von 10 Sekunden einschlafen können. Das ist so beruhigend. Da denke ich jedes Mal so, oh, Arbeit? Oh, come on. Schlafen bei Regensounds? Das wird mein Chef schon verstehen. Das kann man daran nicht verstehen. So, ja, ich schätze mal zwei Etagen, obwohl eine weitere Etage müsste ich hier noch bauen. Wenn wir das noch ausbauen, hier eine Leiter hin, hierauf und vielleicht den direkten Weg nach oben. Das heißt, diese Etage auslassen im Sinne von nicht betretbar machen, sondern einfach nur als Aufstieg nutzen und dann von da hier rüber, das könnte durchaus passen. Mit so einer Brücke hier? Warum eigentlich nicht? Schauen wir, was es noch so gibt. Lagerfeuer, nee, das brauchen wir nicht. Töpfertisch, den haben wir da unten. Dafür müssen wir nochmal zum Bambus-Dings gehen. Lehm, Kohleofen. Vielleicht können wir das ja... Nee, wir hauen das mal hier hin. Warte mal, wie rum ist denn da jetzt... Ich weiß nicht, wie rum hier die richtige Seite ist. Na, wie kommt man denn da ran? Das ist wohl besser die Frage. Kann ich nicht sagen, aber einen haben wir hier noch definitiv. Und ich muss schnell hoch zum Fleisch, nicht, dass das anbrennt. Weg, weg, weg! So, du war extra lang heute. Sehr schön. So, gib mir meine Proteine. Der hat das falsche Ding gegessen. Wieso liegt denn roh und gekocht auch aufeinander? Keine Ahnung. Parasit, okay, ist nicht weiter schlimm. Jetzt müssen wir nur mal eben schnell los und diese Pilze besorgen. Also irgendwas schmeckt anders. Hast du weniger Salz rangemacht? Nö. Parasiten. Oh, danke schön. So, der übliche Weg, denn da vorne hatte ich bisher immer ganz gut Glück damit, diese Antiparasiten zu finden. So heißen die Pilze übrigens. Red Bull, Monster Energy, Antiparasit, Fettnuss. Ich habe noch nicht gespeichert, Leute. Oh, oh, oh. Wenn das mal nicht so richtig schief geht jetzt. Ja. Ein Frog. Eine Kröte. Ah, hier. Zack, da haben wir es. Mangiare. Ah, oh, sehr schön. Ja, naja, sehr schön. Ja, ich denke, wenn man regelmäßig dran denkt, immer mal wieder loszuziehen, ein bisschen was zu sammeln, dann lass es so eine kleine Tour sein, um hier irgendwie, ja, um hier so einen Pilz zu finden. Dann findet man schon eine Kokosnuss oder ein paar Nüsse oder irgendwie sowas. Dann jagt man sich ein Tier oder findet eine Riesenkröte und dann, denke ich, geht das schon. Denn ich habe nicht den Eindruck, dass das hier verknappt irgendwie. Also so nach dem Motto, je länger du da bist, desto weniger ist vorhanden oder so. Weil du ja auch erntest, sondern ich habe den Eindruck, jeden Tag spawnt hier was Neues, was ich aber gut finde. Denn so kann man da auch einfach mal ein bisschen entspannter an die Sache rangehen. Ich denke, hier gibt es schon genug Gefahren und alles. Man will doch auch ein bisschen genießen, was hier los ist, oder? So, jetzt schauen wir mal, ob das so richtig ist. Jungs, ihr müsst da leider weg. Meine Bogenskills sind...
Legolas verdächtig. Verzieht euch. Leute, es regnet nicht mehr. Das heißt aber auch, dass ich hier jetzt Wasser hinzufügen muss. Oh, wie toll. Oh, wie angenehm das hier ist. Könnt ihr mal leise laufen, bitte, ganz kurz? Mein Gott. Ist immer ein Lärm hier. So. Asche. Haben wir da noch ein bisschen was drin? Was war das? Was ist denn jetzt? Ich will den Regen wieder haben. So, benützen. Wundervoll. Das klappt schon mal sehr gut. Mal schauen, wie man rankommt. Wenn nicht, reiße ich es wieder ab, aber müsste eigentlich so klappen. Ding! Was machen wir denn damit überhaupt? Ja, das ist egal. Also da muss ich nicht unbedingt ran. Jetzt ist die Frage Lehmkohleofen. Muss ich natürlich erstmal ein Feuer machen. Mhm. Nee, das ist... Ich muss da... Warte mal, die Wand kann ich doch... Die Wand kann ich hier entfernen, oder nicht? Ich überlege gerade, dann habe ich hier nur den Rahmen, was ja durchaus Sinn macht. Das müsste doch eigentlich gehen. Weil die bringt mir jetzt... Ja, okay. So sowieso nichts mehr. Quack. Was bringt mir dieses Ding? Lehmkohleofen. Ist das einfach nur ein Wärmeersatz quasi? Also eine Wärmequelle? Ich habe irgendwie gedacht, damit kann man dann irgendwas herstellen, aber ich glaube, dem ist nicht so. Ich glaube, das ist einfach nur... Was läuft denn da? Ach nee. Das ist natürlich ärgerlich. Oh, wir haben kein trockenes Blatt mehr. Ich hätte gedacht, dass man damit irgendwas machen kann, aber vielleicht kommt das ja noch. Ich mache das jetzt einmal an und dann werden wir sehen. Ansonsten kann ich das auch wieder abreißen. Das jetzt so relevant ist, weiß ich nicht. Stupid piece of shit! Mist! Herstellen. Gib mal einen Stein. What? Jetzt haben wir es. Oh, es beginnt gleich wieder zu ringen. Das war das Einzige. Ja, das war jetzt ein bisschen verschwenderisch. Aber eins reicht erstmal. Oh, hier haben wir auch welche. Gut zu wissen. Muss ich nicht jedes Mal bis zur anderen Seite laufen. So, meine Kumpels da oben sind nicht mehr da.
Zeig mal her, das würde ich jetzt schon noch ganz gern verstehen. Also, benutzen Trocken Blatt. Come on. Sehr merkwürdig. Ja, lass fallen. Was check ich denn hier gerade nicht? Muss ich da jetzt so super viel Holz reinhauen? Ich muss es jetzt probieren. Ich will das nicht umsonst gebaut haben hier. Was kann ich mit dem Ding sonst noch anfangen? Kostet auf jeden Fall ordentlich was. Dafür hält es wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Und ich denke, dann werde ich erst den Vorteil davon erkennen. Das könnte durchaus reichen. Oh, hier, Leute. Den nehmen wir noch mit. Hau ab! Ja, rein in den Boden. Sehr schön. So. Zack. Jetzt bin ich gespannt. Sieht schon mal cool aus. Ah, okay. Ich verstehe. Jetzt wird es vielleicht schon eher ein Schuh draus. Gut, dass wir alles da haben hier, in meiner kleinen Manufaktur. Hallo. Okay, das geht jetzt einfach so. Trockenes Blatt brauchen wir nochmal, aber das passt ansonsten. Vorschlagen, wir speichern jetzt einmal, weil das ist schon eine Weile her, dass ich gespeichert habe. Dienen denn diese länglichen Dinger hier? Dient das nicht auch als... Ja, doch, das sieht so aus. Das muss als Zündholz reichen. Tatsächlich nicht. Dann weiß ich noch nicht, was ich damit machen kann. Wir müssen nochmal los. Trockene Blätter. Hier. Ach, wie schön das Spiel ist gerade. Steht da oben jemand? Nee. Gerade wenn es nicht regnet und die Sonne scheint. Das ist schon sehr nett. Muss man noch... Hallo, ganz kurz. Ich brauche das da. Hau mal ab. Nee. Mann, das wollte ich eigentlich. So. Sehr schön, das hätten wir. Lebt der Vogel da noch? Ja, der lebt noch. Der leiseste Vogel der Welt. Okay, jetzt gucken wir mal. Jetzt sollte das ja eigentlich reichen. Dann zünden wir das mal an und vielleicht kommt dann ja irgendwas von wegen, das ist dafür. Oder es bringt tatsächlich etwas, das alles komplett aufzuwärmen. Oder dann eben in Spielsprache den Geisteszustand positiv zu halten. Benutzen, gib mal her, hau mal rein, zack. Bitch! Zack. Okay. Lehm, Kohleofen. Es dient das nur dazu, Kohle zu machen? Möglich. Kenne ich von dem Spiel so nicht, würde allerdings...
Überleg gerade, wie sehr das hilft. Vielleicht kann man das später nochmal richtig gut gebrauchen, aber jetzt im Moment ist das für mich so, okay. Aber das macht ja nichts. So, was kann ich denn hiermit machen? Reste. Was kann man damit machen? Okay. I need to rest. What? Ah, sieht schon cool aus, ne? Gefällt mir. So, das arbeitet. Jetzt haben wir hier wenigstens das Ding offen. Ja, finde ich gut. Finde ich gut soweit. Was haben wir denn hier noch? Ja, komm, die kannst du mal da einfach hinhauen. Obwohl, hau die mal übereinander. So. Vielleicht machen wir lieber noch ein paar Pfeile. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber ab und zu schieße ich daneben. Das kann dann ganz schnell sehr unangenehm werden. Herstellen. Herstellen. Irgendwas fehlt noch. Sind es zwei Federn? Ja. So. Ich finde es auch gut, dass es direkt stattfindet. Also es ist nicht so wie bei The Long Dark zum Beispiel, dass dann einfach ganz schnell die Zeit vergeht und das dann quasi das Spielprinzip ist, dass du die Zeit managen musst. Sondern hier ist ein Pfeil, er macht kurz was, Pfeil ist hergestellt. Habe ich sehr viel lieber als wenn das so indirekt ist und ich so sehr die Kontrolle verliere über die Zeit. Du kannst dich doch gleich resten. Lehmschmiede. Oh, das ist schlecht, glaube ich. Komm, das hauen wir mal hier vorne hin. Das muss ja nicht alles sofort fertiggestellt werden, aber so, dass ich dran denke. Wir hauen uns hin. Wie spät haben wir es denn? Oh, gar nicht schlecht. Finde ich gut. Das gefällt mir gut. Komm, den hauen wir noch rein. Ich sollte da... Komm, wir gehen pennen, Leute. Ja. Brauchen dringend die Energie. Ah, das Feuer hält echt wirklich sehr, sehr lang. Ein Tag, eine Stunde. Zeig mir her. Hier. Unbekannte Samen. Okay, sehr schön.
So, dann bin ich mal gespannt, was ich damit machen kann. Jetzt regnet es gerade, das heißt, die Lehmziegelherstellung geht ein bisschen schneller. Haben wir Asche dabei? Lehm nehmen. Sehr gut. So, das müsste hier auch gleich fertig sein. Vier Proteine. Ah, das ist die Kröte, genau. Das passt soweit. Hier haben wir sauberes Wasser und nochmal ein bisschen unsicheres Wasser. Also den Regen dürften sie gern nochmal anpassen. Also knapp daneben. Gekocht. Das ebenfalls, okay. Was sagt die Uhrzeit? Sehr schön. Metallgegenstände schmieden. Erhalte ein Eisenstück, indem du in der Schmiede Eisenerz oder leere Dosen einschmilzt. Sammle Lehmziegelsteine, um eine Form zu erhalten. Kombiniere sie mit dem geschmolzenen Eisen und deiner Waffe, um eine Gussform zu erhalten. Backe in der Schmiede eine Gussform. Nimm die gebackene Form und nutze sie, um Eisenwerkzeuge herzustellen. Und dafür brauche ich die Dinger. Geht's gleich. Ich hoffe, er nimmt sie nicht einfach so in die Hand. Aber jetzt wird doch ein Schuh draus. Wir haben eine leere Dose und jetzt macht es auch Sinn, warum man leere Dosen mitnehmen kann. Okay, Leute, jetzt wird's interessant. Jetzt wird es interessant. Alles klar, 15 mal Kohle. Wie funktioniert das jetzt? Ist das so easy, wie ich mir das vorstelle? Fast. Ach, warte mal, stand da schon Glut erforderlich? Ja, ich muss das hier erst überdachen oder ich warte mal, bis es aufhört zu regnen. Aber jetzt macht es natürlich Sinn. Okay, alles klar. Kohle, weil nur so ein Feuer da oben ist vielleicht nicht genug. Das schmeißen wir an, da können wir dann Erze oder leere Dosen zu Eisenwerkzeugen und hoffentlich auch Pfeilen oder Waffen oder so herstellen. Okay, verstehe, verstehe. Cool, 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 cool. Wie sieht es denn essensmäßig aus? Nee, das reicht.
Du bleibst da. Okay. Sehr schön. Die Sonne geht bald auf. Wir speichern. Und jetzt ziehen wir mal los und schauen, was wir sonst noch so finden. Denn wir haben Energie. Wir sind relativ ausgeruht. Und die Sonne geht jetzt gleich auf. Das sind die idealen Faktoren, um loszuziehen. Was ist denn mit ihm? Da ist er. Ich habe keine Ahnung, ob die meine Base angreifen, wenn ich nicht da bin. Aber ich möchte ungern der Erste sein, der angreift. Ich komme in Frieden. Und will eigentlich nur überleben. Ich brauche jetzt nicht unbedingt hier irgendwie einen Feind. Und versuche das so lange wie möglich hinauszuzögern, damit die checken so. Er ist eigentlich ein ganz netter. Ja, komm. Er kriegt ein Rotkäppchen zum Geburtstag. Er ist ein netter. So die Art Beziehung hätte ich gern mit denen. Okay. Irgendwas werden wir hier doch wohl finden, oder nicht? Warte mal, das geht jetzt wieder runter, direkt an die Küste. Wir brauchen noch einen Bambusscheit. Wie gut war das denn bitte, Leute? Jaguar. Habe ich aber Glück gehabt, dass ich den gehört habe. Großkatzenzähne? Eieiei. Das hätte halt auch so richtig schief gehen können. Na, gib mal einen Red Bull. Okay. Was ist denn jetzt? Ah, dieser Hügel! Das ist hier auf jeden Fall ein bisschen anders, das Gebiet. Jetzt
Zwei Tage. Komm, gib mir irgendwas. Genau, jetzt sind wir hier unten. Okay. Jetzt ist die Frage, finden wir hier drüben irgendwas? Wie weit erstreckt sich das Ganze? Ohne Karte muss ich das jetzt halt irgendwie so ein bisschen abstecken. Ich wechsle das jedes Mal mit Tabak, ne? Weil wir haben hier Reifenspuren. Diese Unsicherheit, ne? Nicht zu wissen, was da kommt. Was da auf einen wartet. Ein Tag. Hopp. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus hier. Hier ist ein bisschen was los, so rein von Hügel, Bäume, Berge. Vielleicht finden wir eine schöne Höhle. Dann müssen wir nur noch hoffen, dass ich auch wieder zurückfinde. Aber so schwer ist es jetzt gerade, glaube ich, noch nicht. Vogel lassen wir liegen. Tatsächlich, okay. Eine Spitzhacke, ne? Was haben wir denn da? Nüsse. Mehl. Orangensaft. Soweit so gut. Wir können mal eben schauen. Ach, da ist nichts mehr bei. Hab ich da gerade Schritte gehört? Okay. Wo sind wir hier? Ich hoffe ja die ganze Zeit, dass ich hier irgendwie was entdecke, so aus der Ferne, dass man sagt, da ist was Spannendes oder so. Aber das ist natürlich ganz bewusst so gewählt, dass man nicht so super weit gucken kann.
Ansonsten läuft man so lang, bis man eine Stelle findet, die man wiedererkennt. Denn anders als im echten Leben ist das hier glücklicherweise sehr viel kleiner. Das sieht aber alles nicht nach irgendeinem Camp oder so aus. Immerhin ein bisschen was in dieser Tasche aus der Höhle. Zeig mal her. Monster Energy. Ist irgendwas abgelaufen hier drin? Nee, ne? Gekocht. Sag ich doch. Okay. Ja, dieses Gefühl, einfach nicht zu wissen, was vor einem da kommt und so, und aber die Hoffnung, irgendwas Tolles zu finden, das haben die hier schon echt gut gemacht. So, dieses Feld hier, das kommt mir schon bekannt vor. Könnte durchaus sein, dass wir jetzt zurück sind am Anfang dieses Gebiets. Eine Falle. Wieso steht hier einfach so eine Falle? Leute, das sieht hier ganz gut aus. Hier könnte ich schlafen, wobei es sieht alles noch super aus. Jetzt habe ich schon keinen Platz mehr. Okay, wir machen Folgendes. Das hauen wir raus. Das Ding essen wir jetzt gerade. Ein Stück Fleisch kann ich mir reinziehen. Gekocht. Sehr gut. Im Grunde muss ich jetzt auch nicht jedes Stück Fleisch mitnehmen, denn das haben wir da vor Ort und das kriege ich auch jederzeit. Wir nehmen das mal noch mit. Aber alles Dinge, die nicht ablaufen, sind für mich natürlich erstmal so ein bisschen bevorzugt. Auch wenn die jetzt nicht die besten... Nee, sowas muss ich dringend mitnehmen. Wie machen wir es? Komm, das kannst du so essen. Sehr gut. Ja, schön hier. Wie sehr man sich über sowas freut, ne? Au, oh, das ist nix. Hier mitnehmen? Lagerfeuergestell. Yes. Wir haben die Karte. A la carte. Mach mal auf. Ist das die Ecke, wo wir jetzt gerade sind hier? Von wegen... Da hinten ist das andere Camp. Okay, warte mal, also. Ich glaube, wir sind gerade hier, oder? Von wegen Fässer und Müll. Das ist das Camp direkt. Hier drüben ist der Bambusort. Wenn ich Glück habe, ist das hier das Camp, wo der Typ gerade eben noch gesungen hat, als ich losgegangen bin. Der steht da kurz vor so einem Camp. Das heißt, wir wohnen irgendwo... Warte mal, wenn der Fluss so verläuft, wohnen wir irgendwie hier so, würde ich fast schätzen. Direkt bei der Kurve. Ne?
Hier noch den Wurfhaken vielleicht da? Das wäre ganz fantastisch. Oder noch eine Machete würde ich auch nehmen. Ja, oder? Das passt schon. Von diesem Symbol her. Ist leider sonst nichts weiter. Wassersammler. Ja, den können wir easy bauen. Ich sehe gerade noch nicht so ganz den Sinn da drin. Ob ich da jetzt einen Schildkrötenpanzer runterlege oder vielleicht geht's schneller. Aber gut. Kohle. Wir haben einen Topf. Ich will hier drüben noch mal ein bisschen genauer schauen. Knochenmesser. Orangensaft. Zuckernfleisch habe ich gedroppt. Hier haben wir noch ein paar Nüsse. Sehr schön. Okay, den Wurfhaken sehe ich hier leider nicht. Muss ja auch nicht heißen, dass alles an einer Stelle ist, aber das ist ja schon mal was hier. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Was haben wir hier unten? Kann man nicht so einen Stuhl mitnehmen? Ah, ey. Wie schnell man erkennt, wo Menschen waren, ne? Okay, wir haben ein paar leere Dosen, was ja auch schon mal nicht verkehrt ist. Für den Anfang. Was ist das? Das Knochenmesser. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Da unten möchte ich ungern rein. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz. Wir müssen Richtung Osten. Nee, wir müssen Richtung Norden. Nordosten. Wir müssen Richtung Nordosten. Denn das hier ist der Durchgang. Hier, das ist diese Malerei auf dem Dings. Das heißt, wir gehen hier durch. Und wohnen dann hier. Ja, das passt schon. Sehr gut. Also... Ja gut, okay, warte mal, aber jetzt muss ich mich ein bisschen an dem hier orientieren, weil Nordosten ist leicht gesagt. Das ist ja einfach nur ein Fass. Hier ist die Höhle, durch die wir durchgekommen sind. Wenn das Wasser vor mir ist... mich, ob es hier drin irgendwas gibt. Irgendwas, wo man sagt. Ich meine, die Fässer. Oder noch eine Machete oder so, die hier irgendwie festhängt irgendwo. Wir schauen mal, ob wir hier zurückfinden. Aber schöner Fund. Sehr gut. Und wir haben endlich die Karte. Genau, dem Fluss folgen. Dem folgen wir... Ist ja irgendwo... Warte mal, was ist... Wie machen wir das mal eben? Energie sieht noch gut aus, alles super. Zwischendurch eine Banane essen hilft. Wir haben ein paar neue Rezepte. Wir haben einen Kochtopf. Da
Ach, sehr gut. Lass dir mich vorbei? Ja. Ah, ich war. Ja, cool. Okay. Ja, da kommen wir ja super easy wieder hin. Wir sind von da gekommen. Genau, das passt. Wir sind vorhin hier hochgelaufen. Und hier. Deshalb war ich so stutzig gerade bei der Karte. Aber hier verschwindet das Wasser einfach nur da so drunter. Und da geht's auch nicht weiter für mich. Aber super, Leute. Wir haben die Karte. Jetzt können wir mal schauen, ob wir irgendwie von der Karte aus checken können, wo größere Gebiete sind, wo wir auf jeden Fall noch nicht waren. Aber das ist doch schon mal ein voller Erfolg. Da rennen wir ein bisschen. Ja, ja. Jetzt hoffe ich mal, dass der Vogel nicht mehr da ist. Komme ich da rauf? Genau, wir schauen nochmal zum Vergleich. Jetzt stehen wir genau hier. Und hier ist eine Stelle, wofür wir den Wurfhaken brauchen. Wir waren jetzt gerade hier in diesem Gebiet. Genau, wir waren hier oben. Das haben wir gesehen, sind wir runtergelaufen. Die Wasserstelle haben wir gesehen. Wir waren in der Höhle, sind durchgekommen hier. Die Hälfte ist verbrannt. Vielleicht hier unten noch irgendwas. Wir müssen es herausfinden, ich weiß es nicht. Ich höre ihn nicht mehr. Ich sehe ihn auch nicht mehr. Er leuchtet ja so schön mit seiner weißen Bemalung. Halten an, nehmen. Aber kein Ei drin? Okay. Ach, super. Nee? So. Ich würde fast vorschlagen, dass wir die Bogenfeder nochmal scharf machen und mehr Fallen aufstellen. Das würde mir gefallen. Sorry. Zack. Weil wir sowieso so viele Pfeile jetzt haben. Wir haben den Schlitten noch. Genau, wir müssen beim nächsten Mal Bambus besorgen, weil darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Ich bin wieder zu Hause. Hallo. Können wir ja mal eben schauen, was vor mir hier noch liegt. Nicht sonderlich viel. Den Rand haben wir schon gehabt. Wir brauchen halt den Wurfhaken sowohl hier als auch hier, um in dieses Gebiet zu kommen. Ansonsten, wie gesagt, hier unten möglicherweise findet sich da noch was. Denn hier komme ich so nicht hin. Das heißt, irgendwo hier, möglicherweise hier durch. Ach nee, warte mal, da kommen wir ja so hin. Ja. Unter rechts. Und dann müssen wir schauen, dass wir hier irgendwie diesen Wurfhaken finden. Vielleicht können wir auch einen herstellen, das weiß ich nicht. Aber es wird immer besser, liebe Leute. Ich würde sagen, ich speichere hier eben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann gucken wir mal wieder eine Mischung. Ein bisschen bauen, ein bisschen schauen, was ist möglich und so. Ich will ein paar Fallen aufstellen, weil ich traue dem Braten hier langsam nicht mehr so. Das ist mir alles ein bisschen zu friedlich. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch finden. Aber wir haben die Karte. Ein großer Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Ciao.